Was ist das Besondere an der Theologischen Hochschule Reutlingen? Ihre familiäre Größe fördert jeden einzelnen Studierenden und stärkt den Austausch untereinander. In den Vorlesungen und Seminaren wird darüber nachgedacht, wie innovative Formen von Kirche aussehen könnten. Es gibt sogar einen eigenen Lehrstuhl Evangelisation. Auf dem Campus wird Spiritualität gemeinschaftlich gelebt, zum Beispiel im wöchentlichen Gottesdienst und bei gemeinsamen regelmäßigen Morgenandachten. Die Studierenden erhalten grundlegende Kenntnisse in den klassischen theologischen Fächern wie Altes und Neues Testament mit ihren jeweiligen Sprachen Hebräisch und Griechisch. Neben theologischen Disziplinen finden auch Veranstaltungen in Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Rhetorik und Management statt. Gelerntes kann schon von den ersten Semestern an umgesetzt werden. Im sozialdiakonischen Praktikum, im Gemeindepraktikum, in Bildungsangeboten für Jugendliche und Erwachsene und in dem Angebot zur klinischen Seelsorgeausbildung. Für den Bachelor- und Masterabschluss wird eine Predigt in einer Gemeinde gehalten. Entdecken Sie noch mehr Wissenswertes rund um unsere Hochschule.